Hallöchen. Und da sind wir auch schon wieder zu Silkwood. Hier, ich hab ja schön. Hi! Ja, der dritte Teil unserer Baronet-Quest wird heute hoffentlich enden. Oder der dritte Teil endet auf jeden Fall, aber ich hoffe, die Baronet-Quest endet. Gut. Wir haben hier jetzt schon 32 Teile. Brauchen nicht mehr. Und werden jetzt einfach mal zum Kleopatra-Gate gehen. Natürlich, wie nicht anders zu erwarten, mit einer Reverse Call. So. Das ist nämlich hier drüben bei Captain Ivy. Ich port mich einfach mal hier hin. Frupp. Und aus dem mega kalten Ort wird es. Ach, regnerisch. Okay, ich gehe doch wieder weg. Das ist eklig. Nein, natürlich nicht. Und oh, was ist das denn? Es leuchtet ja richtig da hinten. Ich habe noch nie gesehen. Es ist allgemein eklig hier. Aber okay. So, wir müssen das Relic of Sun müssen wir kriegen. Und dazu müssen wir. Nee, nicht hier hin, sondern da auch nicht hin. Na egal. Wird mir nicht angezeigt. Okay, aber wir müssen. Ich weiß das. Wir müssen nämlich hier hin. Nicht zu den Typen. Ey. Nerv mich nicht. Oh. Tschüss. So, wir müssen hier hin. Warum regnet es hier denn durch? Ih. Na gut, egal. Wir setzen uns einfach mal hin und holen unsere Kristalle raus. Haha. Und jetzt müssen wir die einfach nur noch so. Ja. Was müssen wir damit machen? Kaputt machen? Nee. Wir machen doch keine Kristalle kaputt. Auf jeden Fall müssen wir die irgendwie einlösen oder so. You have failed to excavate the Relic of Sun. Gut, also das müssen wir irgendwie kriegen oder so. So, nächstes. Ja, deswegen, also so 30 gehen deswegen ganz schön schnell mal drauf und ich hoffe, das lohnt sich jetzt hier. You have failed to execute the Relic of Sun. Gut. Oh, immerhin, es wird wieder trocken. So. Please try again. Oh ja. Du hast es nicht geschafft, aber hey, mach doch nicht. Versuch's doch mal. Yeah, try again. Na klar, machen wir doch. Wir verbraten hier Millionen von Euro. Oder zumindest Gold. Ich weiß ja nicht, wie viel so ein Rubin wert ist, wisst ihr? So schnell geht's weg. Ich hoffe, 27 reichen noch. Hey, try again. Ah, klar, machen wir doch immer. Oh Mann. Tja, und wenn wir das haben, dann haben wir schon fast die Quest fertig. Ich hoffe, das dauert jetzt hier nur nicht zu lange. Kann das nicht so viel vorhin sein? Da ging das wenigstens super schnell. Vielleicht beim ersten Mal. Warum hier nicht? Oh. Aber was soll ich dazu sagen? Try again! Immer doch. Relic of Sunwood. Ich weiß gar nicht, wie kommt man denn hier. Ach so, ich glaube, das wurde in der Quest gesagt, dass man danach hierher gehen soll. Oder? Ich muss mal reingucken. Ah ne, so nicht. Schwupp. Ich glaube, hier steht das drin. Oh, jetzt hakt zu doll. So, Collect Relic of Sungood, Non Sunset Witch. Ja, Ishada und Hashada. Und dann? Oh, try again. Oh man. That's the place where the worshippers of the Sungood had their last. Ah doch, da steht's. Near the Gate of Cleopatra. Ja, sind wir ja. Vielleicht sollten wir ein bisschen weggehen. Das ist zu nah hier. Oh, was ist dann eigentlich? Ich stehe mal auf. Kann ich gar nicht. Oh, okay. So, aufstehen. Schwupp. So, und hier auch oh, diese ganzen Zeichen und so. Das ist ja eigentlich schon ganz schön. Auch wenn es in der Welt hier ein bisschen zu eckig ist. Also wenn man hier so sieht, so voll abgehackt. So klar, ein bisschen Dreck oder so kommt gar nicht in Frage hier. Also hier ist alles picobello. Ich weiß ja nicht, wo die Wölfe hier so irgendwo mal ihr
Geschäft erledigen müssen, aber okay. Vielleicht, ja, im Busch geht ja auch nicht. Der ist ja auch Picobello. Oh Mann, ey, jetzt haben wir schon 15, 17 Stück sogar schon verbraten. Ugh. Tja, ist blöd. Oh, bring the Relic of Sun to the Sunset. Wir haben's, Leute. Oh mein Gott. Relic of Sun God. Schnell weg. Schwupp. Oh, wir haben es geschafft. Geile Sache, ey. Richtig geil. Gleich sehen wir wieder Baronet. Was heißt wieder? Mit dem Kack das erste Mal. Oh, ey, cool. Schnell hin. Und Konz. Nach Konz. So. Sunset Witch. Wo ist die alte wieder? Mittlerweile müssten wir den Weg eigentlich mit geschlossenen Augen finden. Was haben wir eigentlich hier? Ja, ne, wir sehen noch viel zu viel. Uah. So. Ah, oh nein, wo latsche ich schon wieder lang? Hm, sehr klein. Moin Jungs. Tschüsschen. Wenn ihr wüsstet, dass ich schon stärker bin als ihr, ey. Wo latsche ich jetzt hier? Der Händler. Oh mein Gott, wir werden Baronet. Und ich freue mich so sehr auf die Baronet. Ah, gleich. Also jetzt müssen wir zur Sunset Witch. Müssen nochmal gegen diesen Typi kämpfen. Deswegen habe ich gerade sehr klein gehauen. Und dann, wenn wir den gekillt haben, geht es zur süßen Rachel. Und dann sind wir Baronet. Klingt leicht. Ist es auch. Zumindest mit 110. Wenn man die Quest normalerweise mit Level 100 annimmt. Ist nicht ganz so leicht, aber man kann sich ja unsichtbar machen und das geht auch alles. Also habe ich selber auch schon geschafft. Will ich ja nur nochmal an der Stelle so gesagt haben. So, Sunset Witch, ja. Nimm deinen blöden Relict of Thunder, was weiß ich, was das ist. Und mach weiter mit der Zeremonie. Okay, wir haben ein Orb of Spirit, also ein Kaugummi, ein Orbit. Und jetzt essen wir's. So. Dann wollen wir mal das Ritual beginnen lassen. Boah, jetzt voll geil hier. Jetzt ist dieser Stern nicht mehr, oder dieser Geist nicht mehr blau, jetzt ist er orange. Oh mein Gott. Hallo. Oh, wie süß. Er macht gar keinen Schaden, aber oh, der geht voll ab. Oh, jetzt mache ich es mal ernst hier. Wow. Und was? Peng. Oh. Tschüss, Geist. Ruhe in Frieden. Oh, voll die schwarze Gestalt da noch. Ja, so schnell ging das. Voll die Verschwerkung von so einem Berserker. So, hallo, Spirit. Nee, Sunset Witch. Ich habe deinen Spirit besiegt. Deinen Geist habe ich voll platt gemacht. Und ich möchte jetzt bitte Baronet werden. Okay. Okay, okay. Ja, nimm. Du kennst das ja schon. Oh, schon wieder ein Rubin. Ey, die handeln hier alle mit Rubin. Möchte ich auch mal einen schönen Rubin hier geschenkt bekommen. Einfach mal so. Einfach mal 20 Rubine kaputt machen. Für nichts. Ein Traum. So. Ach ja, wir werden gleich Baronet. Ich habe in irgendeinem anderen Video mal in der Beschreibung gepostet, was es alles für Ränge gibt. Ist eigentlich auch ganz cool. Es war Ende der Night Quest. Da steht das mal alles drin. Also es gibt ja jetzt vier Ränge. Nee, vier? Sechs sogar, glaube ich. Sechs. Mit 95, mit 100, 105, 110, 115 und 120. Ja, sechs Ränge. Einmal für Europe und einmal für Shinies. Ist ganz cool eigentlich. So, und wie die auch alle heißen. Ich könnte ja maximal bis Count machen. Also das wäre der vierte Rang. Bis 110. Ja, mal schauen. Erstmal Baronet jetzt hier. So.
Ey, Typi, nein, wir wollen nicht reisen. Mit dem Typi da, der hier übrigens steht, kann man bis Level 20 immer überall hinreisen, wo man gestorben ist. Kann man wieder zu dem Platz zurück und man kann sich auch so ein bisschen porten irgendwie. Auch ganz praktisch ab und zu, aber geht halt nur bis Level 20. So, Rachel. Ja, hast deinen Rubin, okay? Gives the Spirit of Underworld to Rachel. Und das werden wir tun. So, wir besorgen es ihr richtig und zack, und wir hauen einfach mal so eine Pille rein. Oh oh, für das ist die Pille wohl gut, aber egal. Schwupp und Barone. Yeah. Geil. Wir sind Barone. So. Jetzt sehen wir schon richtig geil aus. Und haben es voll drauf. Naja, wir hatten es schon vorher drauf. Aber jetzt haben wir halt auch noch einen coolen Rang. Ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, so mit Baron, das ist der nächste Rang. Ja, mache ich den. Muss ich mal schauen. Eigentlich wollte ich ihn machen. Aber ich glaube, ich werde ihn auch machen. Der ist auch ganz cool. Ja, lasst euch überraschen und ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet, wie ihr alles findet. Kommentare freue ich mich immer gerne. Und sonst sage ich Tschüss und bis zum nächsten Zirkut-Video. Bis dann. Ciao.